runterschmeißen, na? Bernd. Ja? Ich mach das schon. Alles gut. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Es ist Montag. Alle sind wach und sind im Gange. Calvino Frühstück gerade mit Livia. Livia hat super Laune. Frühstückt eine Banane. Wie war die Nacht? Wie war deine Nacht, Calvino? Ja. Es geht. Ich habe gerade gesehen, ich habe voll die Babyhaare bekommen. Ich habe so viel meine Haare verloren. Siehst du das da, Calvino? Ja. Nach der Schwangerschaft. Und jetzt so langsam kommen sie wieder. Da habe ich mich sehr gefreut. Lieder des Tages waren heute Stefan Raab, Wadda Hadde Dude, da haben wir im Badezimmer gehört. Karina ist rausgegangen, die hat gesagt. Nein, ich wollte mich umziehen. Ja, aber es war nicht auszuhalten, so ungefähr war der Blick. Und das nächste Lied war von Oli P., Gib mir mein Herz zurück. Und früher kam der mir bei weitem nicht so schnulzig vor. Hört euch das heute mal an. Das ist voll unglaublich schnulzig. Da ist Bernd. Bernd ist fleißig, der hat die Wäsche von oben mitgebracht. Ach, da ist Bernd. Der Bernd war fleißig, der hat die Wäsche von oben. Immer fleißig. Wo ist das Tier? Ja, wir sitzen den ganzen Tag alle nur auf dem dicken Arsch rum. Hab ich doch mal nicht gesagt? Drogen geschnupft. Was? Hast du wieder Drogen geschnupft, Mori? Du bist ja nicht außer Rand und Band. Etty, komm, wir gehen weiter. Etty, hör auf zu betteln bei deiner Schwester. Er hat gerade schon fast die Banane gehabt. Ja, habe ich Mit der gehört. Zunge war er schon einmal dran. Und er hat sich auch schon so stolz, aber dann ist sie rausgekommen. Wo ist denn jetzt der Kaffeeaufsatz, dieser Pömpel? Was kriegst du so? Da! Hab ihn. Bis gleich! Viel Spaß! Er zieht was gut auf Härchen auf. So. Jetzt gibt's erstmal Kaffee zum Wachwerden. Alle sind aus dem Haus. Maus war gerade eingeschlafen. Ich wollte gerade starten mit der wirklich nötigen Hausarbeit. Schaut euch das mal an. Gestern war ja Sonntag. Und ja, ich habe jetzt, also hier muss alles gemacht werden, die ganze Küche. Ich habe nicht mehr aufgeräumt. Gestern Bernd hat ja die Chinanudeln gekocht, die auch wirklich lecker waren. Und dann haben wir abends noch mal was gegessen. Ja, und das ist alles irgendwie hier so liegen geblieben. Einfach rein, da sind noch die Chinanudeln. Hier hatte ich schnell heute Morgen weiße Bohnen eingelegt, weil ich einen neuen Aufstrich machen wollte gleich. Spülmaschine ist fertig und die Maus ist dabei. Du bist auch am Start. Schlafen fand sie jetzt doof. Ne? Einmal ist sie aufgewacht, weil ich diesen doofen Staubsaugerroboter anmachen wollte, Gustav. Und der spricht dann so laut: Reinigungsvorgang gestartet. Und die Livia so, so wach, ne? Dann habe ich sie wieder, keine Ahnung, gefühlt eine halbe Stunde gestillt, bis du eingeschlafen warst. Aber dann ist sie wieder aufgewacht. Egal, wir machen das jetzt zusammen. Ne, Livia? Zusammen aufräumen? Du kannst ja hier mit was spielen auf dem Boden. Wie wär's? Zum Spielen. Ein Sieb fandest du gestern ganz toll, ne? Schau mal, ein Sieb. Ja, kannst du damit mal spielen? Dann mache ich das so. Gibt's Frühstücksshake. Den trinken wir jetzt mal aus, ne? Naja. Langsam. Oh! Das schmeckt, ne? Der Papa ganz süß gemacht, den Chill. Ja, warte. Jetzt du wieder? Hier, mein Schatz. Ja, langsam. Ich gucke gerade hier in unserem Karton von dem Staubsaugerroboter, ob da ein
Ach, nicht Laser, wie heißt das denn? Ein Magnetband drin ist. Denn wenn man ein Magnetband auslegt, da ist es wie eine Schranke, da fährt der nicht drüber. Und dann könnte ich den zum Beispiel auch mal nur im Wohnzimmer fahren lassen. Weil wenn der wischt, und ich laufe dann da durch, jetzt kommen sie alle hier, dann ist alles verschmiert. Ja, und das ist doch doof. Wenn dann alles verschmiert ist. Ja, wo ist das denn? Sag mal. Ja, da ist gar kein Spike. Wo kriegt man denn ein Magnetband her? Ja, wir schreiben davon, dass das geht. Auch mal eins dabei sein kann, ne? Dann guckt sie da oben die Fotos an, ne? Alles nur nicht schlafen. Du Maus, nur nicht schlafen. Hallo. Ja? La la la. Sie ist total gerne so mit dem Oberkörper ein bisschen hochgelagert, weil dann kann sie sich selber hinsetzen. Die turnt da jetzt rum, spielt mit meinem Reißverschluss und dann gleich zack sitzt sie. Aber so, wenn sie auf dem Bauch liegt, hat sie auch einmal geschafft, das Hinsetzen, aber sonst noch nicht, ne? Einmal hast du das geschafft. Komm her, krieg ich einen Kuss? Krieg ich einen Kuss? Mal hallo. Ja. Du Maus. Gleich fällst du um. Ja, plumps. Hui. Puff. Da ist sie immer ganz fasziniert von. Sie krabbelt ihm, oder robbt ihm auch hinterher. Sie krabbelt ja noch nicht. Aber sie robbt ihm hinterher. Also ja, Einschlafstillen hat gar nicht geklappt. So voll gescheitert. Sie hat immer so die Augen kurz zu und dann ist sie wieder wach, voll Powernap-mäßig. Ja, ich mache jetzt halt einfach Haushalt. Ne? Der Gustavo hilft mir. Livia ist beschäftigt und er saugt und wischt gleichzeitig. Das sind drei Sachen, die er mir abnimmt. Ich wollte jetzt das Sofa saugen. Und da musste ich den Smurfy erstmal wecken, weil ich habe ihm diese Decke hier weggezogen. Und jetzt hat er sich ins Stillkissen gemummelt. Du bist so fein, Edgy. Du bist so süß. Ist er nicht süß? Er ist der beste Hund. Gestern im Maislabyrinth, das war sehr anstrengend, ne? Ja, ich lasse dich in Ruhe. Wie ein Baby liegt er da. Will gestillt werden. Nein, der will in Ruhe gelassen werden. Komm her. Was ist los? Verfolgt der Gustav dich? Komm her. Was war? Oh. Der dich verfolgt? Ja? Da bist du in Sicherheit. Kannst ihn anschauen. Ja. Ja. Yoga. Frühsport. Ich hab's geschafft. Beide einschlafgestillt. Yay. Und ja, jetzt läuft da der Staubsauger auf YouTube und der Gustavo, sorry für die Hintergrundgeräusche. Ich habe die Chance direkt genutzt. Ich wollte nämlich einen Kuchen backen. Moment. Ja, manchmal bin ich so unscharf mit der Kamera, sorry. Ich wollte einen Kuchen backen, das habe ich auf Instagram gesehen, das Rezept. Das ist so mit flüssiger Schokolade drüber schütten und so. Das ist von der Familie Diamante auf Instagram. Die haben das Rezept geteilt.
Also ist nicht mein Rezept, deswegen kann ich es nicht weitergeben. Da müsst ihr da mal schauen, das ist noch in ihrer Story. Und genau, hier habe ich jetzt schon die Zutaten zusammengemixt. Also nicht gemixt, ich habe sie geschüttet. Und jetzt mixe ich das. Den wollte ich jetzt ganz fix machen, weil das Rezept habe ich schon mal vor, weiß ich nicht, 2 Jahren. Nicht das Rezept, den Kuchen habe ich vor Jahren in ihrem Vlog gesehen. Und so, boah, geil, ne? Das sah so lecker aus. Und jetzt hat sie das Rezept geteilt. Und deswegen muss ich das sofort nachbacken. Einmal der Schokokuchen, der ist jetzt noch heiß. Und da kommt jetzt Milch drauf. Dann soll er so ganz, ganz saftig sein. Und hier ist noch Sahne mit Kuvertüre. Das kommt ja gleich auch noch drauf. So, schaut euch mal diesen Kuchen an. Also es sieht jetzt halt voll unspektakulär aus, ich weiß. Ne? Da sind halt jetzt gemahlene Nüsse oben drauf, Haselnüsse. Aber der ist jetzt noch so flüssig. Ich habe Angst, wenn ich den hier raushole, weil der halt noch warm ist, dass mir das alles so läuft und dass es zerstört ist. Deswegen lasse ich den stehen. Ich würde den aber total gerne essen jetzt. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich habe nur meinen Shake heute Morgen getrunken und ich habe voll Bock darauf, diesen Kuchen zu essen. Das dauert noch. Deswegen habe ich mir jetzt einen Salat gemacht. Und weil Bernd gleich kommt und wir zusammen die China-Nudeln essen, die er ja gestern gemacht hat. Ja, und das ist ja Dessert, der Kuchen. Also habe ich mir jetzt eine leichte Zwischenmahlzeit gemacht. Das ist Eichblattsalat. Dann hatte ich noch so einen Rest, diese Zwiebeln. Ja, das sind Zwiebeln. Bohnen, ein bisschen Gurke, ein bisschen Tomate und ganz viele Sprossen. Und diesmal zeige ich euch, wie ich das Dressing gemacht habe, was so mega lecker ist. Das ist ein Becher Naturjoghurt, diesen 150 Milliliter Becher. Ein Teelöffel Senf. Ein bisschen Salz, bisschen Zucker, Petersilie, Trockenkräuter und Mayo. Mengenangaben seht ihr ja. Und einfach rühren. Und das ist voll lecker. Livia ist da. Ach, du hast deine Gurke runtergeschmissen. Hier. Guck mal, Livia. Gut, dass der Gustav schon sauber gemacht hat. Ich habe sie so hingestellt, so sieht sie mich und alles. Und sie kann nicht umkippen. Weil ich habe hier die Kante unter den Tisch gemacht. Weil ich ja jetzt nicht daneben sitze. Sondern hier rühre. Genau. Ich muss mein Mini-Schneebesen. Die ist noch nicht fertig. Den brauche ich jetzt. Der ist voll cool. Den haben wir ja für Livia geholt. Warte, ihr seht. Für Livia zum Spielen geholt. Aber der ist voll cool und praktisch. Habe ich noch nie gehabt, so einen kleinen Schneebesen. Aber den habe ich schon total oft jetzt benutzt. So. Genau, eine Zwiebel würde ich mir gerne noch da reinschmeißen. Die holen wir mal eben. So, ach, und meine DM-Bestellung ist auch gekommen. Die wollte ich euch filmen. Das sind hauptsächlich Windeln. Ich hatte keine mehr für Livia. Und wir hatten so von DM diese... Was lachst du so? Diese Payback-Punkte. Bernd wollte Windeln bei Aldi kaufen. Ich habe gesagt, nein, wir haben Payback-Punkte. Ich bestelle bei DM. Und dann musste ich echt mir Mühe geben, dass ich auf 50 Euro komme, damit ich diesen Versand umsonst bekomme. Aber ich wollte nicht nach DM gehen. Ich gehe so ungern einkaufen seit dem letzten Jahr. Ich bestelle echt gerne online. Wenn ich Lebensmittel gut online bestellen könnte, würde ich das auch noch machen. Das macht echt keinen Spaß mehr einkaufen. So. Boah, jetzt fange ich wieder an zu heulen, ne? Ich hasse Zwiebeln schneiden. Aber da schmecken diese Tiefkühlzwiebeln nicht im Salat. Das ist so... So. Ja, die Mama weint jetzt von dem Zwiebeln schneiden. Ich hole mal eben eine Gabel. Ist. Die sind aber auch scharf, die roten Zwiebeln, ne, Livia? Weißt du gar nicht, ne? Das ist eine Gurke, mein Gott. Voll hier Tränenausbruch. Ja, Hunger. Mmh, jetzt essen wir zusammen Salat.
laut machen, ne? Wie ein Walross die Nase putzen. Und erschreckt sie sich immer total, wenn ich mir die Nase putze. Hallo! Papa ist da! Papa war einkaufen! Diese Woche schaffen wir das nicht so, einkaufen zu gehen, so ausgiebig wie sonst. Deswegen war der Papa vor der Arbeit einkaufen. Ein Sellerie für Erbsensuppe. Ein zwei Porree für Erbsensuppe. Ja. Diese gefüllten Peperoni mit Frischkäse, die sind so lecker. Und für Smurfy gibt es Barfknochen. Etty, geh auf deinen Platz. Das ist nicht dein Platz. Es ist Montag, da kriegt der Smurfy seinen Knochen. Das weiß er ganz genau. Und dann hört er aufs Wort. Der wird jetzt alles machen, was er kann. Fliegen, wenn er könnte. Alle vier Pfötchen auf einmal geben. Er sagt, quäl mich nicht. Mann. Ja, dann ist er ja beschäftigt jetzt. Livia spielt mit dem Porree. Und wie er da alles machen würde, ne? Ja, ja. Ich habe mir meinen Schuh angeguckt, weil er nicht wusste, was ich denn so schräg gehalten habe. So ist er. Ja, hier mache ich gerade, Bernd hat sich ein Buttermilchbrot gewünscht. Das ist gerade in Mache. Und hier sind nochmal diese China-Nudeln vom Aldi. Die haben wir gestern gemacht, habt ihr gerade gesehen. Da gibt es halt die Reste von. Die sind echt cool, das sind mal andere. Das ist verschieden, ne? Wir sehen aber Wellenbrand. Ja. Und einmal Bändchen, aber ich finde, das ist kein großer Unterschied. Jetzt. Ach so. Ja, die sind halt ohne Kochen, ohne Vorkochen. Die sind richtig, also waren, ist mal was anderes als diese Mie-Nudeln. Ja, und natürlich Bananen. Also davon hat er 7 Stück mitgebracht. Bananen, die reifen müssen, die brauchen wir immer. Regelmäßig. Deswegen haben wir auch so viele Fruchtfliegen. 380 Gramm hat das. Ja, ja, aber gut. Muss er ja haben die Woche, ne? Jede Woche. Ja, dann gab's nicht. Er hat ein Problem, ne? Er versucht gerade mit der Pfote, er versucht die Decke nach vorne zu ziehen. Ja. Weil dann rutscht das Ding nicht so drauf. Da habe ich okay. Ihn gelegt. Ja. Ja, süß, wenn man dann guckt, so also von wegen so. Na, Motto, er wird alles machen. Pack auf den Boden, Alter. I love you, Herrchen, sagt er dann. Ach, hier. Ja. Und noch dreimal. Ach, Veganer. Gutfried, vegetarische Fleischwurst. Ja, so, genau. Und jetzt gibt es für uns erstmal Mittagessen. Dann gibt es Abendessen. Na, und dann können wir gleich diesen geilen Kuchen probieren. Ja, zusammen. Ich habe Salz mitgebracht, noch einmal aus dem Lager. Danke. Ja, aber im Eckbertschrank haben wir auch noch Salz, wusste ne? Ich nicht. Jedenfalls war das leer und ich habe das gesehen heute einfach. Eckbertschrank kann ich euch eben erklären, warum der so heißt. Wir haben so einen großen weißen Schrank im HWR und ein Schwerlastregal. Und immer wenn einer gesagt hat, wo ist das denn im HWR? Ja, in diesem großen weißen, warte mal. Das war glaube ich schon wieder verschwommen. In diesem großen weißen Schrank und so. Und irgendwann haben wir müssen den einem Namen geben. Entweder, weiß ich nicht, irgendwie Eckbert oder so. Und seitdem heißt der Eckbert, der Schrank. Genau, und wir essen jetzt. In der Pfanne machen, zum Warm machen? Ich habe schon im Topf warm gemacht. Im Ganzen? Ja, nein, ich habe eine Portion abgefüllt in eine Glasschüssel. So. Und schaut mal, was gekommen ist. Die zeige ich euch aber gleich. Wir essen jetzt erst meine Manduka-Babytrage. Ich kriege eine E-Mail, ja. Aber ich müsste dann 24 Stunden warten, bis sie einsendet. Okay. Das ist ja kein Problem. Ja. Aber dann müssten wir dann einen Termin machen. Da gucken wir dann. Okay. Also, wir haben jetzt hier alles, oder Bernd, er gesagt, hat alles weggeräumt, Laufstall verschoben, weil wir gehen jetzt die große Runde mit dem Smurfy. Und dann kann der Gustavo hier alles reinigen und guck mal, wen ich im Rucksack habe in der Manduka. Hi, Livia. Gehen wir spazieren? Das mache ich, wenn Bernd dabei ist, weil falls was ist unterwegs, ist er halt dabei. Wenn ich allein unterwegs bin, trage ich es immer vorne. Smurfy hat Angst vorm Feuerzeug. Bernd ärgert ihn. Hör auf, Bernd. So, also der erste Spaziergang mit Trage auf dem Rücken. Ich habe keine Rückenschmerzen. Das ist super angenehm. Aber
Die ziehen mir hier in die Haare die ganze Zeit. Ich habe mir schon den Zopf ganz oben gemacht, weil erst hat sie das gestört, wenn ich den Zopf immer in ihr Gesicht... Ja, jetzt friemelt sie das hier raus. Es ist immer was los. So, bei uns gibt es jetzt Kaffee und wir testen runter den Kuchen. Jetzt. Runter! Achso, ich muss hier nochmal... nochmal den Teig machen. Soll ich mit dem Bohnen hier? Da mache ich einen Aufstrich raus aus den Bohnen. War der Plan. Mhm. Ja. Extra Angst. Wo bist du so? Na, unseren tollen Kuchen hatte ich jetzt im Kühlschrank während des Spaziergangs. Ich habe einen Teller oben, einen Teller unten. Ich versuche jetzt den zu drehen und hoffe, dass er überlebt. Okay. Seid ihr bereit für diesen Augenblick der Liebe? Schokoladenliebe. Oh. Okay. Ich mag es, dass die Schokolade rausläuft. Oder dass er kaputt bricht. Oder beides. Das wäre ganz schlimm, beides. Kanne. Ja. Ja, Schande. Das ist okay, es ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Aber toll ist anders. Ich wasche mir mal eben die Hände. So, und jetzt wollen wir den ja richtig rum haben. Ja, ja. Ne, hab schon. Tada! So. Das ist ja nur Nuss. Gemahlene Nuss. Wer? Ja. Der Hund oder Gustavo? Mhm. Melden uns, wenn wir den gegessen haben, wie er schmeckt. So, ihr Lieben, es ist jetzt schon abends und ich wollte dieses Video einfach nur noch beenden. Sorry, ich hatte nicht mehr weiter gevloggt. Der Kuchen schmeckte super lecker. Der ist total mächtig. Also wenn man ein Stück gegessen hat, hat man für 3 Tage sein Kalorienpensum aufgegessen. So fettig ist der, aber richtig lecker. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Und achso, die Manduka-Trage, die mache ich morgen mit euch. Das geht jetzt gerade nicht, weil Livia schläft gerade in der Bondolino. Okay, bis morgen. Tschüss.